Wenn der Wind stillsteht, das Leben seine Ruhe findet. Wenn der Mond den Himmel erstrahlt und die Sterne funkeln. Wenn in der Nacht dein Kummer lauter ist als dein Herzschlag, deine Kraft dahinschwindet. Wenn dich deine Sorgen wie eine Sinnflut übermannen, die Lasten dieser Welt dich erdrücken. So steh auf! Steh auf, meine geehrte Schwester, mein lieber Bruder. Steh auf im letzten Drittel der Nacht und bete. Warum? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Unser Herr, der segensreich und erhabene, wendet sich gnädig in jeder Nacht unserem ersten Himmel zu. Wenn das letzte Drittel der Nacht übrig bleibt und spricht: Wer ruft mich, damit ich ihm entgegenkomme? Wer bittet mich, damit ich ihm gebe? Wer bittet mich um Vergebung, damit ich ihm vergebe? Es ist ein Gebet im Privaten, in der Einsamkeit. Während alle anderen Geschöpfe schlafen, bist du mit deinem Herrn allein. Steh auf, nimm deinen Wudu, nimm deinen Gebetsteppich und bete dort, wo dein Herz zur Ruhe kommt. Fühle die innige Liebe zu deinem Schöpfer. Bete das Tahajjud-Gebet. Die Nacht gehört zu den speziellen Zeiten. Sie wird im Koran und in den Ahadith als besonders wertvoll beschrieben. Ich schwöre bei der Abenddämmerung und bei der Nacht und dem, was sie verhüllt. Und bei der Nacht, wenn alles still ist. Das Aufstehen in der Nacht, das Aufgeben des süßen Schlafes, während alle anderen schlafen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Derjenige, der zu Allah in den Nachtstunden betet, in der Niederwerfung und im Stehen, der das Jenseits fürchtet und auf die Barmherzigkeit seines Herrn hofft. Sprich, sind diejenigen, die wissen, denen gleich, die nicht wissen. Doch warnen lassen sich nur diejenigen, die verständig sind. Meine lieben Geschwister, diese freiwillige Handlung führt dazu, dass du Allahs Wohlgefallen erreichst. Du steigerst deine Spiritualität, deine Bindung und deine Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Deine Handlungen verbessern sich und die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala nimmt zu. Den Tränen folgt ein Lächeln. Angst wird durch Erleichterung ersetzt und die Sorge wird durch Ruhe besiegt. Die Vorteile des Tahajjud-Gebets sind unermesslich. Du kannst nur davon profitieren. Ja, es ist richtig. Es ist eine freiwillige Handlung. Doch die Belohnung ist groß. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache im Koran mehrmals erwähnt, so sei dir gewiss, sie ist von besonderer Wichtigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem Hadith Qudsi: Wer auch immer einen meiner Awliya in Feindschaft bekämpft, dem erkläre ich den Krieg. Am meisten liebe ich es von meinem Diener, wenn er die Handlungen verrichtet, die ich ihm zur Pflicht gemacht habe. Dann nähert sich mein Diener mir durch freiwillige Taten, bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn liebe, bin ich das Ohr, mit dem er hört, die Augen, mit denen er sieht, die Hände, mit denen er greift, die Füße, mit denen er läuft. Ich werde das Herz, mit dem er empfindet, und die Zunge, mit der er spricht. Wenn er mich um etwas bittet, gebe ich es ihm. Wenn er Zuflucht sucht, gewähre ich es ihm. Ich zögere bei nichts so sehr, wie dabei das Leben eines gläubigen Dieners zu nehmen. Der Tod ist ihm unliebsam und ich liebe nichts, was ihm unliebsam wäre. Wir leben in turbulenten Zeiten. In einer Zeit, wo unsere Herzen aus allen Winkeln angegriffen werden. Die Herzen werden hart. Die Versuchungen von heute schießen Pfeile auf unsere Herzen. Und diese hinterlassen schwarze Flecken auf ihnen. Diese spezielle freiwillige Handlung, das Tahajjud-Gebet, stärkt deinen Iman und vor allem deine Bindung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Der Engel Jibril alaihi salam erschien und sagte: Es besteht kein Zweifel daran, dass die größte Ehre eines Gläubigen darin besteht, das Tahajjud-Gebet zu verrichten. Zu Abu Huraira sagte Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam: O Abu Huraira, wenn du im Grab und am jüngsten Tag
der Barmherzigkeit des Allmächtigen teilhaft werden willst, so erhebe dich in der Nacht und bete zu Allah. Wenn du in eine Ecke deines Hauses betest, wird diese Ecke strahlen wie eine himmlische Konstellation und für diese Welt wird sie leuchten wie ein Stern. Meine lieben Geschwister, lasst euch dieses Licht nicht entgehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, unterschätzt nicht den Wert des Gebetes während der Nacht. Denn es war die Gepflogenheit der Rechtschaffenen vor euch. Der Gottesdienst während der Nacht bringt näher zu Allah, führt zur Vergebung von Sünden, schützt den Körper vor Krankheit und bewahrt einen davor, Schlechtes zu tun. Meine geehrte Schwester, mein lieber Bruder, erfülle dein Herz, deine Seele, deinen Verstand, deinen Körper mit der Liebe durch das Nachtgebet. Die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, zu seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, zum Islam. Das Nachtgebet gibt Antriebskraft, um Berge zu versetzen. Nutze diese Gelegenheit, um Kraft zu tanken, um den Islam und seine Botschaft nach vorne zu preschen. Die Ruhe in der Nacht, das Rezitieren des Korans, das Beten des Tahajjud-Gebets führt unweigerlich zur Stärke. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen die Möglichkeit geben, diese freiwilligen Handlungen in die Tat umzusetzen.